Hiho und willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zu Okami HD, der Steam-Version. Ja, wir werden gleich mit fancy Musik begrüßt. Weil wir ja... Aber wir brauchen noch ein bisschen mehr Glück. Logbuch, Journal, Fuchsstäbe. Ja, wir müssen... Ja, jetzt zu dem Tempel da. So hin. Und hier gibt es leider keine Quelle. Wahrscheinlich, weil wir da drüben hätte das Grabenspiel erst lösen müssen, um vielleicht eine Quelle freizuschalten. Aber ich hatte ehrlich gesagt keine Nerven für das Spiel. So, leider ist der Wasserdrache jetzt ja ganz tot. So, von Orca runter. Das können wir übrigens immer noch nicht kaputt machen. Jo, Füchse, die mich mögen, das ist immer gut. Und ja, ich nehme den Fußweg. Warum? Weil ich es kann. Hier ist die Stadt sei angewiesen. Da drüben ist das Wrack, was wir jetzt nicht mehr betreten können. Wobei eigentlich können wir es schon noch betreten, aber wir brauchen es nicht mehr. Irgendwas. Wow, es ist die vollbrusige Braut. Huch, sie ist fort. Warte, Braut, warte. Wie sieht das, wir ihr folgen? Ja, um Star Wars zu zitieren, ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Vor allem, weil sie so geistermäßig aussieht. Nicht schon wieder, wo willst du uns hinführen? Was zur Hölle? Hast du das gesehen, Armee? Die von Pussy gebaut ist gerade durch die Wand gegangen. Wer hätte gedacht, dass es hier einen Geheimgang gibt? Fühlst du den Luftzug, der aus dem Boden kommt? Er muss zu der vollbusigen Braut führen und ich will nicht mehr Isun heißen. Schnell, Armee. Nicht lange nachdenken. Los geht's. Ja, jetzt auf einmal.
Ah, ein Weg in die Stadt. Ja, halt, Moment mal, hier waren wir doch schon mal drin. Ja, das ist der Palast. Hä? Ist das nicht Himikos Palast? Wieso gibt es einen Tunnel vom Ankoko-Tempel bis hierhin? Das frage ich mich auch gerade. Oh. Ihre Majestät, Königin Himiko. Hey, schätze, was ist hier verdammt nochmal passiert? Sie ist ohnmächtig geworden. Ach ja, ihr müsst jetzt wieder durch die Lava durch, die irgendwie da oben total fehl am Platz ist. Ah, gucken, haben wir noch das Ding ausgerüstet? Ja. Hier sicherheitshalber mal safen. Sieht nicht so schön aus. Hey, was zur Hölle ist passiert? Hey, schöne Dame, Himiko. Sie ist tot. Es war schrecklich. Ein Monster, das Thema größer war, als ich erschien. Es zerstörte die magische Barriere und ließ Königin Himiko so zurück. Die vollbusige Braut, seid ihr es? Von welchem Monster sprecht ihr? Dieses ultragigantische Ding, das euch am Ankor-Tempel angriff? Ich habe solche Angst jetzt. Die bösen Wesen, die wir besiegen müssen, die Leute in der Stadt zu retten. Ihr Anführer ist eine solch mächtige Bestie. Kein Mensch kann sich ihm entgegenstellen. Der klägliche Widerstand von uns Sterblichen ist sinnlos. Verdammt, Himiko sagte, dass sie okay sein würde, solange sie den Kristall hat. Also wie zur Hölle konnte das passieren? Hey Ami, warum starrst du die Tante mit den dicken Dingern so an? Himiko ist tot, seid ihr denn überhaupt kein Stück traurig? Was ist los, Ami? Amaterasu? Was machst du da? Runter, Ami! Hast du den Verstand verloren? Stehst du auch unter der Kontrolle des bösen Flugs? Hoch? Kanji, Saboso, Satsu, Gyojan. Ja, ich lese das nicht vor. Shoken, Go und Kaiku, ja. Was zur Hölle? Was hast du auf einmal für abgefahrene Augenbraut? Ihr macht mir Angst. Haha. Haha. Nun, so weit zu machen, würde keinen Spaß mehr machen. Du bist ein cleveres Biest, Amaterasu. Ich habe dich zum Schatzschiff als Köder für den Wasserdrachen gelockt, aber du bist entkommen und konntest das Wunschzepter in deinen Besitz bringen. Du hast sogar die Stadt vom giftigen Nebel befreit. Du hast auch angefangen, nach der Unese zu suchen, um meine Zuflucht zu zerstören, und du hast es sogar geschafft, den mächtigen Wasserdrachen zu zähmen. Aber nun, da der Wasserdrache fort ist, ist meine Zuflucht unangreifbar. Und Himiko ist eine tote Leiche. Du wirst jetzt nie mehr erfahren, wo die Oni-Insel ist. Hahaha, das Glück scheint auf meiner Seite zu sein. Dadurch, dass ich den Körper dieser Priesterin Ra übernommen hatte, war alles so einfach. Himikos magische Barriere zu durchbrechen war einfach, als ich nah genug bei ihr war.
Armee, wo ist die Vollbusse gebaut, die wir kennen und lieben? Es ist alles wegen dem Objekt, das du vom Wasserdrachen hast. Alles geschah, damit ich die Fuchsstäbe wiederbekomme. Aber Terrasso, du närrische Bestie, wenn ich daran denke, dass du mit dieser mächtigen Quelle so leicht umgehen konntest. Wisse, dass du es warst, die die Macht des Herrn der Finsternis wiederbelebt hat. Oh je. Ist sie wirklich der Herr der Finsternis? Der Herrscher alles Bösen? Die Fuchsstäbe ließen die Barriere des Kristall wie Glas zerspringen. Oh, wenn du doch nur hier gewesen wärst, um sie sterben zu sehen. Ich glaube, ich werde den Kristall mitnehmen. Nur für den Fall, dass deine erbärmlichen Freunde versuchen sollten, mich zu finden. Und wenn ich mich jetzt auch um dich kümmere, Amaterasu, da steht übrigens jetzt, dass sie die böse Rau ist, da wird einer Welt des Bösen nichts mehr im Wege stehen. Ami, erinnerst du dich an die Offenbarung des Draconierkönigs? Er hat uns gezeigt, wie das Fuchsgesicht hier die echt vollbusige Braut umgebracht hat. Junge, sie ist eine echt gute Täuscherin. Sie hat mich total reingelegt. Und guck, was sie mit der armen kleinen Himiko gemacht hat. Nun, zumindest müssen wir uns nicht mehr um die Oni-Insel kümmern. Wir werden dich gleich hier und jetzt erledigen. Ja, mit deinem Schwertchen kannst du mir nichts. Au, oder doch? Wow. Die da finde ich unschön. So, weg mit dir. Okay, wir haben sie, Ami. Lass uns diese fuchsköpfige Schlampe erledigen. Oh je. Ihr dummen Nagen, glaubt ihr wirklich, dass es so einfach wäre? Ich habe Kräfte jenseits jeder Vorstellungskraft. Hier ist ein kleiner Vorgeschmack, was der Herr der Finsternis so alles kann. Kleine Gottheit, es ist nur die Größe dieses Raums, die dich gerettet hat. Es ist hier viel zu eng für mich, um meine wahre Macht zu entfesseln. Aber wie auch immer, Widerstand ist zwecklos. Eure letzte verbliebene Hoffnung ist nicht mehr. Ich werde zur Uni-Insel zurückkehren und meine finsteren Kräfte sammeln. Dann werden wir kommen und alles und jeden zerschmettern, was sich der Finsternis in den Weg stellt. Uhahaha. Mhm.
Amaterasu hatte den Herrn der Finsternis entwischen lassen. Das erlebte Böse ließ der Wölfin kalte Schauer den Rücken runterlaufen. Amaterasu und Isshun wurden von einer überwältigenden Traurigkeit ergriffen. Himiko war standhaft bei ihrer Suche nach der Oni-Insel geblieben. Am Ende ereilte sie der Tod durch die Hand des Herrn der Finsternis. Mit Himiko starb auch die Hoffnung, die Oni-Insel zu finden. Amaterasu und Isshun blieben ohne einen Funken Hoffnung zurück. Ihre Suche aufzugeben schien die einzige Lösung zu sein. Als sie den blutbesudelten Kristall bemerkten, der deutlich ein Bild von Himiko zeigte, Isshun seine Augen nicht trauend, hörte aufmerksam zu, als Himiko zu sprechen begann. Sie erklärte, dass die Oni-Insel nicht leicht zu finden sein würde und dass sie sich dazu entschieden hat, als Geisterwesen im Kristall weiter nach Hinweisen zu suchen. Sie hatte sich geopfert, um die Macht des Herrn der Finsternis nutzen zu können. Sie war sich darüber im Klaren, dass der Herr der Finsternis jetzt auch die Fuchsstäbe in seinem Besitz gebracht hatte. Es war als geplant gewesen. Himiko verlieh dem Kristall noch größere Macht. Die Zuflucht der finsteren Kräfte erschien. Die Oni-Insel erscheint nur bei Sonnenuntergang an einem bestimmten Ort. Der Ort, den der Kristall offenbarte, war kein anderer als ein Punkt direkt vor dem nordwestlichen Strand der Hiroshima-Küste, nahe dem Ort, der als Beobachterkap bekannt ist. Die Oni-Insel würde beim nächsten Sonnenuntergang am Beobachterkap erscheinen. Ein kleiner Hoffnungsschimmer erhellte die Herzen unserer Helden. Gerade als das Bild der Oni-Insel vom Kristall verschwand, erschien ein tiefer Riss und spaltete das Bild von Himiko. Sie hatte den ultimativen Preis bezahlt, um die finsteren Kräfte zu manipulieren. Der Kristall selbst war verbraucht. Das Schicksal von Himikos eigener Seele hatte sich untrennbar mit dem des Kristalls verbunden. Ein Strahl blendendes Lichts kündigte das Ende des Kristalls an. Himikos Seele blieb in den zersplitterten Fragmenten gefangen. Dann erhob sie sich in den Himmel und betete dabei inständig für Amaterasus sichere Reise. Ja, Zeit war gut, Schaden nicht ganz so, aber wir haben jede Menge Geld gemacht. Ami, die Sonne wird bald untergehen, die Oni-Insel wird verschwinden. Die Offenbarung, für die Himiko ihr Leben riskiert hat, sagt uns, was immer wir auch tun, es darf nicht umsonst gewesen sein. Wir kümmern uns, ob wir die Sperre auf der Uninsel durchbrechen können, die Sperre. Jetzt aber schnell zum Beobachtercup, Ami. Ja, gut, das kriegen wir hin. Himiko, das kann nicht sein. So, die ist immer noch bewusstlos. Könnten wir vielleicht kurz vorher einen kleinen Abstecher machen? Hier drüben können wir nämlich die Katze benutzen. Um hochzuklettern. Hey, die Sonne wird untergehen, wenn du dich nicht beeilst. Jetzt aber schnell zum Beobachterkap, Ami. Okay, ich komme nicht hier rein. Yay.
Okay, wir nehmen jetzt aber die Meerjungfrauenquelle. Das war die falsche Taste mal wieder. Warte mal eine Sekunde, Ami. Bist du jetzt... Jetzt ist keine Zeit, mit diesen Dingern rumzuspielen. Was ich kann... Oh, ist so... Jetzt muss ich wirklich zu Fuß gehen und habe eine Mütze verschwendet. Die Kamera ist nicht mein Freund. Das ist schon mal klar.